Hallo! Heute gibt es von mir mein Lolita Wardrobe Video 2021. Ich habe das letzte ganz am Anfang meines Kanals gemacht. Das ist schon mindestens 8 Jahre her. Und ich dachte mir, jetzt, da ich wieder so ein bisschen mehr in die Szene eindringe, ist es Zeit für ein Update. Ich habe gerade im letzten Jahr sehr viele neue Kleider dazu gekauft. Das heißt, es gibt viel zu zeigen, viel zu erzählen. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir gleich an. Allerdings habe ich relativ lange überlegt, wie ich dieses Video aufziehe. Erst habe ich überlegt, so Co-Art zusammenzustellen und die einfach mal abzufilmen oder einfach nur die Kleider und dazu gar nichts zu sagen. Aber das erschien mir ein bisschen langweilig und deswegen stehe ich jetzt hier vor diesem Schrank, erzähle ein bisschen was zu den Kleidern und blende Nahaufnahmen und so weiter ein und auch Co-Art-Fotos, falls ich das Kleid schon mal koordiniert getragen oder anprobiert oder sowas habe. Und jetzt starten wir wirklich. Enjoy! Und das ist der, vollgestopft mit Rory. Und ich muss echt sagen, es ist ganz schön vollgestopft. Bevor ich jetzt neue Kleider kaufe, muss ich definitiv welche wieder verkaufen. Das heißt, wir sehen es jetzt wahrscheinlich in seinem vollsten Zustand. Außer der Mann erlaubt mir noch irgendwo einen Kleiderschrank hinzustellen für noch mehr Rory-Sachen, aber ich habe Zweifel. Die sind hier so ein bisschen nach Farbe sortiert. Hier Röcke, dann ab da Kleider und hier hängt noch so ein bisschen Cosplay. Wir fangen mit den Röcken an. Das sind auch nur 3 Stück. Achso, Jacke hängt hier auch noch. Das ist so ein Bodyline-Blazer, den ich mal für eine bestimmte Co-Art gekauft und noch nie getragen habe, weil er immer ein bisschen zu klein war. Nur noch ein paar Kilo, dann passe ich da rein. Dann also erstmal die Röcke. Ich habe einmal diesen hier. Den habe ich selber genäht. Der Stoff ist von Taobao. Den habe ich gesehen, passend zu Stiefeln, die ich bei Ann-Christine gekauft habe. Musste den kaufen und musste diesen Rock dazu nähen. Ja, I love it. Dann auf der Rückseite, weil ich zu wenig von diesen Hängern habe, das ist von Baby The Stars Shine Bright Alice Chest. Das war mal der Jumper Skirt, den habe ich umgeändert zu einem Rock, weil ich oben in den Jumper nie reingepasst hätte. Und den habe ich von einer Freundin bekommen, dafür, dass ich ein paar von ihren Sachen verkauft habe. Als nächstes noch ein selbstgemachtes Stück, das ist dieser Rock hier. Ich nenne ihn Sweet French Café oder irgendwie sowas. Das ist aus einem Pünktchenstoff und einem Café-themed Stoff und auch diesen Rock liebe ich sehr. Der ist mir inzwischen allerdings viel zu groß und ich muss den, bevor ich den nochmal tragen kann, auf jeden Fall enger machen. Und der letzte Rock, der in diesem Schrank hängt, ich habe auch noch ein paar drüben in meiner Schublade, ist dieses riesige Stoffungetüm, den ich von meiner Freundin Feder gemacht bekommen habe. Der hat hinten so ein bisschen Bustleback, also man kann den so hoch schnüren und dann hat es mehr Volumen und dieses Ding hat unfassbar viel Stoff. Ich glaube, es besteht aus 500 Metern Stoff und ich liebe den, aber auch der ist inzwischen ein bisschen groß. Vielleicht kann man den nochmal kleiner machen oder ich muss ihn einfach nach hinten ganz eng schnüren, aber das ist eins meiner Lieblingsstücke, auch weil er von einer Freundin selber gemacht wurde und I love it und das werde ich zu allem sagen. Dann kommen wir auch schon zu den Kleidern. Das erste war, glaube ich, das allererste oder zweite Brandkleid, was ich jemals besessen habe. Das ist von meiner Lieblingsmarke Innocent World. Ich glaube, Rose Lace heißt das. Die Taille ist komplett geschirrt, das heißt, man hat unfassbar viel Platz drin. Also da passt, habe ich mit meiner größten Größe reingepasst und das geht auch noch größer. Also ein wunderschönes Plus-Size-Stück. Dann eine meiner neuesten Anschaffungen ist das hier. Das habe ich in einem meiner My Lolita Dress Hauls auch gezeigt. Das ist von Neverland Lolita bzw. Soufflé Song Vanitas. Habe ich noch nicht richtig koordiniert, noch nicht draußen getragen. Aber ich mag das sehr, sehr gerne. Ich finde es sehr, sehr schön. Dann ein Bodyline-Kleid. Das ist ziemlich sweet. Das nennt sich Cinderella Bunnies. Ich glaube, Bodyline ist die Marke, die in diesem Schrank am meisten vertreten sein sollte. Ja, das habe ich vor ein paar Jahren gekauft, als ich noch dachte, ich will unbedingt ganz viel Sweet tragen. Inzwischen bin ich eher so ein bisschen in Richtung Country, Classic, wie man vielleicht an meinem Outfit heute sieht. Ja, aber ich will das auf jeden Fall noch in 1, 2 verschiedenen Co-Orts tragen, die ich mir auch schon überlegt habe und dann verkaufe ich das gute Stück wieder. Dann haben wir Happy London Sailor von Innocent World. Das habe ich mir im Sommer gekauft und auch gleich ein Co-Ort-Video dazu gedreht. Das findet ihr auf jeden Fall auf meinem Kanal. Es hat eine sehr, sehr, sehr kurze Taille. Also die Taille sitzt mir relativ
auf den Bubis. Das ist der Nachteil daran. Ich glaube, wenn ich noch ein paar Kilo runter bin, dann sitzt es auch ein bisschen besser. Aber ich liebe diesen Print und wie ich schon gesagt habe, liebe ich Innocent World und ich liebe Sailor Lolita und deswegen werde ich mich wahrscheinlich von dem nicht so schnell trennen können. Ich weiß auch nicht. Und das letzte schwarze Kleid, darüber werden wir nicht so viel reden, ist das hier. Das ist nicht, ich weiß noch nicht mehr, wie das Original heißt. Lamp irgendwas. Eine Replika von Dream of Lolita, von einem 2010 super beliebten Angelic Pretty Kleid, was ich total, total schön finde. Und ja, ich werde das wahrscheinlich auch nicht weggeben, auch wenn ich heutzutage keine Replikas mehr kaufen würde. Aber es passt gut und es sieht hübsch aus und man kann das auf sehr, sehr schöne Sweet- und Country-Weise koordinieren. Und deswegen werde ich es behalten, obwohl es eine Replika ist. Als nächstes haben wir mein erstes und einziges Angelic Pretty Kleid. Das ist Wonder Queen im dunkelgrünen Colorway. Ich suche dringend noch nach den Socken dazu oder nach anderen grünen, hübschen Classic-Socken von Angelic Pretty, die dazu passen. Also wenn ihr irgendwas seht, irgendwas habt, sagt mir Bescheid. Ich finde das wunderschön und ich habe es für echt super günstig geschossen und es passt super und man merkt schon, wenn man so ein Angelic Pretty Kleid in der Hand hat, im Gegensatz zu Bodyline oder Taobao Brands, dass es echt anders konstruiert ist. Also es passt viel besser, die Stoffe sind schöner und überhaupt und sowieso. Und das ist halt auch noch ein Baumwollkleid. Ich liebe ja Baumwollkleider. Also ich verstehe die Vorteile von Polyester, aber Baumwollkleider all the way. Ja, und wenn ich jetzt noch die Socken dazu hätte, dann wäre ich ein glückliches Laomon. Aber, oh Gott, selbst gebrauchte Angelic Pretty Socken, ne? Ich bin nicht gewillt, da 40 Euro für auszugeben. Dann haben wir eins meiner neuesten Kleider. Das ist das hier, das nennt sich Royal Chocolate Academy und ist von Dear Celine. Ich habe das gekauft, weil es mich vom Print her so ein bisschen an diese klassischen Angelic Pretty Sachen erinnert, die ich alle sehr, sehr liebe. Also so British Keys oder British Bear oder hier Elizabeth Unicorn oder wie die alle heißen. Absolute Traumkleider und das hier ist halt vom Stil ähnlich und aus irgendwelchen Gründen habe ich es in grün gekauft, weil mich der grüne Colorway am meisten angesprochen hat, auch wenn ich grün eigentlich überhaupt nicht mag, aber ich fand es so, so schön und ja. Und das letzte grüne Kleid ist das hier. Das habe ich selber genäht. Den Stoff habe ich vor Urzeiten mal auf dem türkischen Markt hier in Berlin gekauft und hatte eigentlich einen ganz anderen Plan, schnittmäßig, aber dann war mir das zu kompliziert und dann habe ich was Einfaches gemacht. Und ja, ich liebe den Stoff, ich liebe das Kleid und das hier drüber ist so ein Cardigan, den ich gebraucht gekauft habe und ein bisschen rorifiziert. Mag ich auch sehr gerne, auch sehr schön. Ich finde, das passt auch sehr gut zusammen, auch wenn die Grüntöne andere sind. Und ich werde das definitiv auch mal so tragen und vielleicht mit irgendwie Lavendel oder so koordinieren. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Als nächstes kommt noch ein Bodyline, nämlich... Hier steht drauf Sweet Party Time. Ich weiß nicht, ob das wirklich so heißt. Vielleicht hat es doch irgendwas mit Patisserie im Titel. Keine Ahnung. Und es hätte so schön sein können, wenn dieser Blauton nicht so fürchterlich wäre. Ich dachte, es wäre vom Blauton ein bisschen mehr so wie das hier. Und weil das hier da das schönere Kleid ist, brauche ich das hier wahrscheinlich nicht mehr und werde es demnächst verkaufen. Auch wenn ich den Print echt schön finde, aber dieser Blauton geht einfach gar nicht. Der ist viel zu knallig. Aber ich mag diesen Einsatz hier vorne. Das ist so süß und das ist eigentlich auch schöner konstruiert als das hier. Das ist übrigens Infanta Strawberry Coffee oder Strawberries in Coffee. Ja, aber das hier ist eindeutig der schönere Print und das hier ist eindeutig der schönere Schnitt und jetzt weiß ich halt auch nicht. Ich habe es eben schon in die Kamera gehalten. Infanta Strawberry and Coffee. Wunderschöner Print. Die Taille sitzt ein bisschen zu hoch. Der Stoff ist nicht so richtig widerstandsfähig. Also man sieht hier vorne schon an der Naht, dass es ein bisschen stretcht und dann so ein bisschen reißt. Und ich muss das irgendwie verstärken oder keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall mit der Qualität nicht tausendprozentig zufrieden, aber mit dem Aussehen. Und dann haben wir noch ein selbstgenähtes Kleid. Das ist das hier. Das macht sich auf dem Hänger immer ein bisschen blöd, weil sich die Träger hinten überkreuzen. Das habe ich vor vielen, vielen Jahren selber genäht aus einem sehr, sehr schönen Stoff. Ich mag vor allem hier unten den Abschluss sehr, sehr gerne, aber es lösen sich inzwischen so ein paar Nähte auf und vielleicht hat dieses Kleid inzwischen einfach ausgedient und wenn ich da so reingucke,
sehen die Nähte auch eher scheiße aus als alles andere. Dann mein allerneuestes Stück, das habe ich erst gestern von der Post abgeholt, ist das hier. Das ist Innocent World, der Union Jack Soldier. JSK Soldier wahrscheinlich wegen der Knöpfe vorne dran. Und ja, es hat unten einen riesigen Union Jack Print und ich finde es richtig, richtig cool. Es gibt den auch noch anders, den normalen JSK, der hat auch oben drauf noch so ein bisschen Print, den finde ich auch sehr schön. Aber ich brauche definitiv nicht beide und jetzt, da ich den habe, werde ich den erstmal behalten und den anderen nicht kaufen. Der ist noch ein bisschen eng, aber 3 bis 5 Kilos und dann geht das auch. Ich liebe dieses Kleid, ich liebe Innocent World, ich weiß, ich habe das eben schon gesagt, aber ich liebe Innocent World und jetzt kommt da hinten so Sonne raus und blendet mich und ich weiß nicht, wie das Licht aussieht, weil ich blind bin. Dann haben wir von Bodyline das hier, das ist auch so ein Sailor-Kleid, das habe ich vor Urzeiten schon gekauft und es hat sehr lange gedauert, bis ich endlich reingepasst habe, weil ich erst ein bisschen abgenommen habe, dann ganz viel wieder zugenommen und jetzt wieder ganz viel abgenommen und jetzt passt es mir endlich. Es ist, glaube ich, ein Innocent World Style Replika. Ich bin mir nicht ganz sicher. Könnte auch Mary Magdalene gewesen sein. Ich gucke das nochmal nach. Und ich hatte ja eigentlich gesagt, ich kaufe keine Replikas mehr. Aber erstens, als ich das gekauft habe, wusste ich noch nicht, dass es ein Replika ist. Und zweitens gibt es ja auch rechtlich gesehen zumindest so ein bisschen Unterschied zwischen den Print-Replikas und den Style-Replikas. Deswegen weiß ich gar nicht so richtig, wie das rechtlich jetzt ist. Aber ja. Wunderschönes Kleid auf jeden Fall. Und es kommt nachher auch nochmal in einer anderen Farbe. Dann haben wir das. Das ist nicht Midsummer Night's Dream. Das ist ein selbstgenähtes Replika. Ich weiß nicht, erinnert sich noch irgendjemand an Gia irgendwas auf Instagram, die halt auch so Replikas gemacht hat? Auf jeden Fall hat sie mal Stoff verkauft, der übrig geblieben ist. Und ich habe den gekauft und habe mir das daraus genäht. Der Schnitt ist leider fürchterlich und es hat auch viel zu wenig Volumen. Aber ich habe es zweimal getragen und ich glaube, es hat seine Schuldigkeit auf jeden Fall getan. Aber ich meine, ich kann es halt auch nicht verkaufen. Und deswegen hängt es halt noch in meinem Schrank. Und zu guter Letzt noch ein Bodyline-Kleid von den Dunkelohren. Ich sag schon zu guter Letzt, als wäre das schon vorbei. Das ist Unicorn and Friends im Navy Colorway. Das habe ich auch erst einmal getragen, weil ich ewig gebraucht habe, bis ich alles zusammen hatte, was ich für die Court haben wollte. Ich meine, erinnert euch an den Taobao-Haul, wo ungefähr 5 Milliarden von den Sachen, die ich gekauft habe, für diese Court waren. Ja, ich freue mich darauf, das im Frühling endlich mal richtig tragen zu können. Und vielleicht hat dann nach 2 Courts auch dieses Kleid seine Schuldigkeit getan und darf wieder gehen, weil es ist mir inzwischen einfach fast zu sweet. Wir sind bei Hellblau angekommen und das nächste Kleid habt ihr erst vor kurzem gesehen, wenn ihr den My Lolita Dress Haul geguckt habt. Das ist von Infanta Portrait of Young Ladies oder sowas, je nachdem wie es übersetzt ist. Ein wunderschönes, sehr Hime-taugliches Kleid, für das ich auch noch ein paar Sachen brauche, bevor ich es richtig koordinieren kann. Aber I love it und ich habe endlich alle Sachen für das Headpiece zusammen, was ich dafür basteln möchte. Da kann ich dann, wie gesagt, gerne ein Video zu machen. Es gab schon vereinzelte Stimmen, die sich das gewünscht haben. Also mache ich das einfach und wer das nicht gucken möchte, guckt es halt nicht. Dann haben wir mein zweites, aber inzwischen einziges Kleid von Metamorphose Ton de Fille. Wunderschön. So schön. Ich liebe diesen Stoff. Ich liebe, wie weit es ist. Ich liebe das Material. Es ist leider uralt und die Nähte sind auch nicht mehr so ganz die neuesten und ribbeln sich so ein bisschen auf, aber ich habe das super günstig geschossen und ich wollte es eigentlich immer schon einfach kürzen und einen Rock draus machen, aber inzwischen passe ich fast so rein, was ich niemals für möglich gehalten habe und deswegen warte ich vielleicht noch die paar Kilo ab und trage es dann so und mache dann vielleicht hinterher einen Rock draus. Weil wie gesagt, oben ribbeln sich einfach die Nähte auf. Also das ist nicht mehr schön und lohnt sich eigentlich nicht mehr. Aber der Rock unten sieht noch gut aus, aber es ist einfach so schön und ich liebe es. Von Alice Girl Camellias in Bloom. Da hängt noch die Schürze gerade drin. Das habe ich euch auch im letzten Haul-Video gezeigt, habt ihr auch schon gesehen. Freue ich mich auch schon sehr darauf, das in verschiedenen Varianten zu tragen. In McCountry, in McClassic, in einer Alice Court. Ja, I love it. Und das letzte hellblaue Kleid ist wieder von Innocent World. Ich habe wirklich im letzten Jahr sehr viel Innocent World gekauft, weil ich liebe Innocent World. Ich liebe auch Angelique Pretty, aber Angelique Pretty ist einfach im Vergleich ganz schön teuer.
Und deswegen bleibe ich bei Innocent World. Das hier ist der High Waist JSK von Violets in Mansions. Super schön. Als ich es gekauft habe, dachte ich, ich hätte die rosane Version gekauft, weil der Weißabgleich von dem Foto einfach überhaupt nicht gestimmt hat. Und war dann ein bisschen überrascht, als ich diesen Hellblau bekommen habe. Aber ich finde fast den hellblauen Colorway viel schöner, weil das Hellblau mit dem Violett von den Violets einfach schöner aussieht als mit Rosa zusammen. Und so kann ich es trotzdem mit Rosa koordinieren, weil so ein bisschen Rosa im Print mit drin ist. Und ja, das wird auch ein sehr, sehr schönes Frühlingskleid. Und ich brauche dringend eine Bluse in Helllila. Und an dieser Stelle im Kleiderschrank hängt jetzt eigentlich dieses Kleid neben seiner dunkelroten Schwester. Ignoriert den Cardigan. Die sind von Bodyline, die gab es auch noch in zwei anderen Farben und haben absolut den gleichen Schnitt, aber nicht den gleichen Print, was ich ziemlich cool finde. Also hier ist der Rosenprint auf dem roten so ein bisschen größer und auf dem lilan ist es so ein bisschen girlandiger, verschnörkelter. Ich mag die beide sehr, sehr gerne, sind beide sehr schön Classic Country und waren super günstig. Ich glaube, ich habe da irgendwie in einem Sale mal 17 Euro pro Kleid bezahlt und ärgere mich ein bisschen, dass ich auch nicht einfach so noch die beiden anderen Colorways mitgekauft habe. Aber ganz ehrlich, reicht auch. Dann haben wir von Alice Girl Dream in Cage. Wunder, wunder, wunderschönes Kleid. Auch wenn ich mir noch nicht sicher bin, wie ich das in verschiedenen Varianten koordinieren möchte, weil momentan habe ich eine im Kopf und mir fällt ansonsten nichts mehr ein. Also vielleicht trage ich das ein, zweimal so und dann weiß ich nichts mehr und dann muss es wieder gehen, weil es nicht so super versatile ist. Aber ich liebe den Print und ich hätte gern viel, viel mehr Dunkelrot bei mir im Schrank. Zwei Dunkelrote habe ich noch, nämlich einmal Bodyline Musical Bunnies mit Fell oben drüber, was man auch ignorieren kann. Das kann man auf jeden Fall in sehr, sehr schönen verschiedenen Varianten koordinieren. Ich liebe den Print unten, ich liebe den Schnitt. Das ist eins von den Bodyline-Kleidern mit der besten Qualität. Der Stoff ist richtig schön fest, die Konstruktion ist gut. Also dieses Kleid, ich weiß nicht warum, ist qualitativ so viel besser als manche andere Sachen, die ich von Bodyline habe. Und ich liebe es. Das hier habt ihr eben schon mal gesehen, das ist das Bodyline Sailor Kleid, diesmal in Dunkelrot. Das habe ich gebraucht, relativ günstig bekommen. Die Vorbesitzerin hat leider die Knöpfe vorne abgetrennt, also vielleicht suche ich nochmal solche Knöpfe und nähe die wieder auf, weil eigentlich mag ich es mit den Knöpfen sehr, sehr gerne. Ja, und ansonsten ist zu diesem Kleid, glaube ich, nicht so sonderlich viel zu sagen, außer dass das hier eine Nummer größer ist als mein dunkelblaues und deswegen ein bisschen besser passt. Und weil es so schön war, noch mehr Bodyline. Ich weiß leider gerade nicht aus dem Kopf, wie das Kleid heißt. Ich glaube, das hat vielleicht irgendwas mit Patisserie im Titel oder Cake, irgendwas, keine Ahnung. Ich liebe die Kombination von Rosa und Braun und deswegen musste ich dieses Kleid haben. Es sah auf den Stockfotos ein bisschen schokoladiger aus. In Real ist es sehr, sehr rotbraun, aber deswegen kann man es schön mit Rot koordinieren. Und das Rosa ist sehr, sehr altrosa, was die Koordination mit Rosa ein bisschen schwer macht. Aber ich mag es trotzdem sehr gerne, auch wenn es sehr, sehr sweet ist. Aber gerade dieses schokoladige Sweet mag ich immer noch sehr gerne. Perfekte Überleitung zum nächsten Kleid. Das ist das hier. Das hat ein Keksthema. Und das habe ich mir selber genäht. Den Stoff habe ich auf Etsy gekauft. Das ist, glaube ich, so ein japanischer Printstoff. Den habe ich auch schon bei ein, zwei Taobao-Marken gesehen. Also es scheint ein Stoff zu sein, den man ganz gut bekommt. Ja, und ich wollte es halt ein bisschen sweet, aber auch ein bisschen klassisch machen. Und ja, ich mag es sehr, sehr gerne. Ich glaube, das ist das selbstgenähte Kleid, was mir am besten gelungen ist bis jetzt. Auch vom Schnitt her und von den Details. Und ja, ich mag es und ich freue mich darauf, es zu tragen. Habe ich nämlich bis jetzt noch nicht gemacht. Und zu guter Letzt ist noch ein selbstgemachtes Kleid, nämlich das hier, das ist mein Piratenkleid. Das hat hier an den Seiten so ein bisschen auch Bustle, das kann man hochziehen und da drunten hat das einen Unterrock mit Streifen und ansonsten Kartenprint. Den Stoff hatte ich auch damals von Taobao gekauft und ich finde es ziemlich cool und ja, jetzt habe ich mir inzwischen ja auch einen kleinen Piratenhut gekauft und werde das vielleicht im Sommer nochmal so richtig schön piratig tragen.
Und das war's von diesem Schrank. Wenn ihr möchtet, kann ich euch noch kurz die Schubladen zeigen, wo ich den Rest aufbewahre. Aber weil das nur Blusen und ein paar selbstgenähte Röcke sind, mache ich da jetzt kein großes Tamtam draus und filme das alles einzeln ab. Nur, dass ihr so ein bisschen seht, wie es untergebracht ist. Das ist meine Rory-Schublade, die ich in unserem richtigen Schrank haben kann. Hier sind ganz viele Blusen in verschiedenen Farben und Formen. Hier vorne liegt noch sowas, was nicht wirklich Rory ist. Da sind noch ein paar Röcke, die habe ich auch einmal abgefilmt, einfach nur um zu zeigen, was es da so gibt. Und hier hinten sind noch mehr Blusen, Katsus, Cardigans und ja, hier ist sogar noch so ein Meta-Crown-Label-Ding und ja, sehr viel Rüschen, sehr viel Zeug, wenig Platz. Dann habe ich noch drei Kisten mit Accessoires. Hier ist so alles an Schleifen und weniger zerbrechlichen und zerdrücklichen Headpieces drin und ganz viel kleinen Scheiß und ich glaube Wristcuffs sind hier auch drin und irgendwelche Pins. Dann haben wir hier, nachdem ich es gerade runtergeworfen habe, Headpieces, die ein bisschen zerdrücklicher sind, also ganz viel mit viel Kunstblumen. Und hier ist so eine selbstgemachte Teetasse drin. Kann man leider nichts erkennen von hier, ich will es jetzt auch nicht auspacken. Hier haben wir Strümpfe in verschiedenen Formen und Farben. Schuhe und Taschen habe ich teilweise hier unten drin. Allerdings verteilen sich meine Schuhe auch auf alle anderen Orte, wo sich Schuhe aufhalten in dieser Wohnung. Die Taschen sind relativ gut gestapelt hier. Und hier drüben habe ich auch noch so ein bisschen Schmuck drin. Also hier sind ein paar Choker. Hier unten sind so alles an Perlen, Ohrringen, Armbändern und so weiter und so fort. Und hier unten ist noch so ein bisschen Haarzubehör. Allerdings befindet sich darin nicht nur Lolita-Kram. Und da oben habe ich alles an Ketten hängen. Und das war's soweit von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich mache euch nicht zu viel Rory-Kram in letzter Zeit. Und ansonsten, wenn ihr auch einen Wardrobe-Post gemacht habt oder irgendwas in die Richtung, verlinkt mir das gerne. Ich liebe es, mir Wardrobe-Posts von anderen Rorys anzuschauen. Deswegen her damit und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Tschüss!